schaut, das Thema, wenn man in der Gegenwart und in die Zukunft schaut, die moderne Reproduktionsmedizin und Technologie, wo ich sage, dass wir dort auch schon Dinge tun und machen, die noch nicht gesellschaftlich und ethisch diskutiert worden sind. Was davon wollen wir eigentlich wirklich leben? So. Und wo es auch da ganz stark darum geht, wenn man, es werden mittlerweile, ist ein Wirtschaftszweig geworden, das Thema Leihmutterschaft ist da drin, oder auch künstliche Gebärmütter. Es werden mittlerweile schon Tiere, Lämmer in künstlichen Gebärmüttern herangezüchtet, und es läuft auch darauf hinaus, für Menschen künstliche Gebärmutter herzustellen, was man sich mal vorstellen muss. Also es geht auch darum, vom Körper der Frau unabhängig zu werden. Jetzt haben wir aber gesagt, weil es ja alles schwere Themen sind, wir müssen auch, es geht auch darum, Visionen zu gebären. Was möchten wir für eine Geburtskultur in einer Gesellschaft haben? Was ist uns wichtig, um Frauen zu stärken, um beste Rahmenbedingungen zu schaffen, und haben die Menschen auch eingeladen, da Beiträge zu leisten und auch gelingende Beispiele, Visionen darzustellen. Also ich habe es ein bisschen jetzt aufgemacht, aber es geht immer darum, es zieht sich durch die Geschichte, dass es dort, wo Frauen in ihrer Einzigartigkeit und Fähigkeit drin sind, Leben hervorzubringen, dort wurde immer wieder versucht, Zugriff zu haben, eine Kontrolle auszuüben und die Selbstbestimmung von Frauen zu unterdrücken. Und da wir ein Frauenmuseum sind, haben natürlich uns diese Frauenperspektive interessiert. Liebe Frau Sorapera, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so anschaulich mit in Ihre Ausstellung hineingenommen haben. Man kann sich das ja teilweise schon fast bildlich vorstellen, so wie Sie das dargelegt haben. Und ich glaube, eins ist ganz sicher, wenn wir wieder dürfen, dann kommen wir alle zu Ihnen nach in Vorarlberg und werden uns dann vor Ort die Ausstellung dann genauer anschauen. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen aber weitermachen. Das ist so ein tolle Powerfrauen hier, und sie werden so viel zu erzählen haben, alle, aber ich muss einfach ein bisschen auch auf die Uhr schauen. Sehen Sie mir es nach, dass wir in der Zeit bleiben. Als Nächste möchte ich Ihnen Christina Hähnel vorstellen, beziehungsweise möchte, vorgestellt ist sie ja schon worden, möchte Sie bitten, uns in einem kleinen Input Ihre Arbeit vorzustellen. Sie hilft ja auch Frauen in Notlagen und vollzieht dann auch Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis, aber nicht nur. Sie ist ja für Geburten, beziehungsweise auch für die pränatal ist sie natürlich dann auch für die Frauen zuständig und ist für die Frauen und ihre Bedürfnisse einfach da. Kann man das so sagen, Frau Hähnel? Also mit Pränataldiagnostik habe ich jetzt in meinem Beruf als Allgemeinärztin relativ wenig zu tun. Ich war früher Mitglied der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung. Das war so zu der Zeit, als die programmierten Geburten anfingen und wir uns dafür eingesetzt haben, dass es natürliche Geburten gibt. Wir haben auch über Hausgeburten damals, meine beiden Kinder sind auch zu Hause geboren, viel diskutiert. Und dieses Thema ist aber in meinem Leben eigentlich in dem Moment, wie ich dann zu Pro Familia kam, ursprünglich wegen meiner beiden kleinen Kinder, weil ich einfach irgendwie nicht im Krankenhaus arbeiten wollte, Tag und Nacht, sondern für meine Kinder da sein wollte, bin ich irgendwie in die Pro Familia geraten. Und da bin ich dann konfrontiert worden mit dem Thema ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche. Und zu vielen anderen Themen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, ist es dann irgendwie auch ein Lebensthema geworden und geblieben. Und es ist ja auch der Grund, warum ich jetzt so bekannt geworden bin, weil eben auf meiner Webseite diese Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die ich als Ärztin im Rahmen der Aufklärung zur Verfügung stelle, nach 20 Jahren, wo sie auf der Homepage waren und mit dem Justiziar der Ärztekammer abgesprochen worden waren, plötzlich strafverfolgt worden sind. Und ich dann eben zu Gericht musste, obwohl hunderte von Verfahren über Jahrzehnte eingestellt worden sind. Meiner ist dann eben zu Gericht gekommen. Das hat verschiedene Gründe. Sicher auch so einen insgesamt politischen Trend, dass einfach bestimmte Kräfte in der Gesellschaft lauter und stärker und mächtiger geworden sind und sich da dann auch in Polizei und Justiz
was niedergeschlagen hat von diesem politischen Druck. Vielleicht noch mal so ein bisschen eine Brücke bauen zu dem, was eben noch so war. Thema ist ja, also der Zugriff des patriarchalen Systems auf die Art und Weise, wie Frauen gebären und dass es ein technisierter Prozess ein Stück wird und eigentlich nicht so wirklich geguckt wird, was haben Frauen schon immer geschafft, was werden sie auch immer schaffen und was wollen sie eigentlich und was ist ihr, was brauchen die? Ja, was brauchen die Betroffenen? Und inzwischen sind wir ja auch so weit, jetzt haben wir nicht nur Frauen, die schwanger werden können, jetzt haben wir inzwischen auch Männer, die einen Uterus haben, die auch von ungewollter Schwangerschaft betroffen werden können, die auch Kinder gebären. Also die Gesellschaft ist doch irgendwie ein Stück weitergegangen und auch da müssen wir gucken, was brauchen die Menschen? Ja, also und im Thema Schwangerschaftsabbruch ist es ja viel gravierender, finde ich, noch der Zugriff des Staates auf den Körper eines Menschen. Und hier ist es eben einfach so, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass, also wir haben 80 Millionen Menschen, davon vielleicht die Hälfte weiblich und dann im gebärfähigen Alter, ich kann das jetzt nicht so gut rechnen statistisch, aber wir haben Millionen Menschen, die einen Uterus haben, über den sie nicht selbst bestimmen können, sondern wo aber, der Staat sagt... Frau Händel, darauf möchten wir ja auch noch später dann eingehen. Okay, also gut. Mir ging es jetzt bei unserem Input erstmal nur darum, dass Sie so Ihre Arbeit vorstellen, was Sie machen und was Sie bewegt dann auch, damit unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer da einfach auch besser mitgehen können, sage ich jetzt mal. Okay, ich war so jetzt noch keine 10 Minuten dabei, aber... Ich habe so versucht, ein bisschen in das Thema reinzukommen und ich habe versucht, auch ein bisschen die Brücke zu schlagen zu den anderen Themen, die wir ja heute haben. Genau. Weil ich denke auch, dass vieles, was ja auch zum Thema Schwangerschaftsabbruch schon gesagt worden ist oder wir sagen, ist bekannt, einfach weil das jetzt im Moment ein Riesenthema auch dann eben in der Presse geworden ist durch diesen Fall. Und ich habe eben täglich damit zu tun, dass ich Frauen erlebe, die durch diese Gesetzeslage, dadurch, dass es eben eine strafbare Handlung ist, aber in manchen Fällen eben straffrei, Frauen ja prinzipiell eigentlich im Grunde mit dem Strafrecht zu tun haben, wenn sie ungewollt schwanger werden. Und das bestimmt ihre Situation ganz enorm. Das kann sicherlich die Kollegin von Pro Familia nachher auch noch weiter so einfach aus der Situation der Frauen berichten. Und bei mir hat das eben einfach dazu geführt, dass ich, je mehr ich das erlebe, wie Frauen unter dieser Situation leiden und wie sie gedemütigt werden und wie sie in die Irre geführt werden. Und da kann ich Geschichten von erzählen, ohne aufzuhören, aber ich will bei den 10 Minuten bleiben. Und das hat bei mir so dazu geführt, dass ich immer mehr denke, wir müssen das ändern und wir müssen uns wirklich dafür einsetzen, dass Frauen als Menschen im Sinne des Artikel 1 des Grundgesetzes, ja, also die Würde des Menschen ist unantastbar, gesehen werden. Also ich weiß die Problematik, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, auch der Artikel 1 gilt auch für den Embryo. Das ist die Rechtslage, unter der wir, mit der wir zu tun haben momentan. Das kann sich auch irgendwann mal ändern. Aber dennoch ist mein Interesse und als Ärztin, da komme ich jetzt wieder so den Bogen zurück, dass die mir anvertrauten Frauen und andere Betroffene, die schwanger werden können, dass die von mir genauso behandelt werden, wie wenn ich im Rettungsdienst einen Menschen reanimiere, ja, oder jemanden, einen Jugendlichen mit Scharlach behandle. So möchte ich einfach, dass Menschen menschenwürdig behandelt werden und das ist einfach meine Aufgabe und dafür habe ich mich eingesetzt und da mir das deutsche Gesetz das im Moment nicht ermöglicht, muss ich mich dafür einsetzen, dass das deutsche Gesetz geändert wird.
Ja, das ist ein harter Brocken, sage ich jetzt mal, den Sie sich da auf die Fahne geschrieben haben. Und ein sehr schwieriges Feld, ein sehr kontroverses Feld und wie Sie sagen, auch ein Feld, mit dem Sie dann mit den deutschen Gesetzen momentan in Konflikte kommen. Also vielen Dank, dass Sie heute Abend hier dabei sind, sich auch der Diskussion stellen. Wir werden dann noch weiter mit Ihnen zusammen und den anderen Teilnehmerinnen sprechen können. Ich möchte jetzt auch der Frau Stadelmann die Gelegenheit geben, dass sie aus ihrer Arbeit erzählt, wie verhält es sich heute mit einer selbstbestimmten Schwangerschaft und der späteren Geburt. Da sind Sie dann eine richtige Ansprechpartnerin dafür. Frau Stadelmann, bitte. Vielen Dank fürs Wort, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin richtig erfreut, dass ich heute hier aus Kempten, für Kempten, von Kemptner Veranstaltern, vermutlich trotzdem hoffentlich deutschlandweit sprechen darf. Es ist wirklich ganz fein für mich, weil ich muss jetzt aufpassen, dass ich die 10 Minuten einhalte. Ich bemühe mich. Oder vielleicht auch nur 5. Angefangen hat alles nämlich mit meiner Tätigkeit, dass ich heute hier sitze. Und häufig, täglich im Moment hier vorm Bildschirm sitze. Das hat eben in meiner Heimatstadt Kempten, hier in meinem Heimatdorf Wiggensbach angefangen, weil, und ich weiß, ein paar Frauen sind auch mit da, weil wir in den 80er Jahren gesagt haben, also so kann es einfach nicht sein. Und ich hole noch früher aus, 3 Tage nach meinem Examen 1976 habe ich zu meinem Mann gesagt, entweder es muss sich was ändern oder ich höre auf. Hat mein Mann gesagt, du kannst ja nicht eine Ausbildung machen und aufhören. Und ich gesagt, ja, also dann muss ich was ändern, ganz einfach. Und ich glaube, ich war in Kempten eine Zeit lang ein rotes Tuch. Zumindest hat eine Person das einmal gesagt, hat das rote Tuch heute Dienst. Und im Nachhinein merke ich erst, wie ich anstrengend war, glaube ich, für viele. Aber ich möchte heute auch motivieren. Denn ich habe gemerkt, es hat sich vieles ereignet und ich hoffe, ich kann heute auch noch ein paar ganz positive Sachen aus dem Jetzt für die Frauen sagen. 76 waren die Frauen bei der Geburt wirklich ja fast entmündigt, möchte ich sagen. Es hat sich was verändert. Es hat sich viel verändert. Zu dieser Zeit damals haben ja nur aus Versehen sind manchmal Frauen unverletzt aus der Geburt gegangen. Es war auf 95% Dammschnittrate. Da habe ich gesagt, das muss sich ändern. Gottlob habe ich selber bald Kinder geboren und am eigenen Körper gespürt, oh Gott, das muss sich ändern. Und es hat sich vieles verändert. Wir sind in der Dammschnittrate mittlerweile auf um die 30%, je nach Krankenhaus darunter, darüber. Also natürlich, jetzt schreiben wir das Jahr 2020. 40 Jahre und mehr, aber es tut sich was. Und es hat sich noch mehr getan. Wir haben Hebammenprofessorinnen, die großartige Arbeit geleistet haben, die sich einsetzen für die Frau. Und wir haben ja heute auch auf dem Titel, ja, wem gehört der Körper der Frau? Ja, ihr. Sonst niemand. Es gibt keine andere Antwort. Und ich habe damals schon als Junghebamme zu den Frauen gesagt, wenn ihr unverletzt durch die Geburt gehen möchtet, dann müsst ihr was tun dafür. Nehmt euren Körper selber in die Hand. Selber sorgt dafür, dass euer Körper weich, dehnfähig, dem Kind Platz macht. Ich habe über Jahre dann mit vielen anderen Kolleginnen zusammen, ich bin sicher nicht die Einzige, also mit vielen zusammen angefangen, die Frauen aufzuklären. Ich war hier in Kempten tatsächlich eine der ersten, die Geburtsvorbereitungskurse angeboten haben. Meine Kolleginnen, die Ärzte, haben gesagt, was erzählst denn den Frauen 10 Stunden lang? Eine Kollegin hat gesagt, die sollen ja sagen zu ihrem Kind, noch geht alles gut. Allerdings hatte die Kollegin an dem Krankenhaus bald aufgehört wieder, weil sie war unsere älteste Kollegin und ist gerne in Ruhestand, weil sie sagte, mit der Geburtshilfe kann ich mich nimmer anfreunden. Schade, sie lebt nicht mehr. Mich würde es interessieren, ob sie sich auch freut, dass sich was verändert hat. Es hat sich viel verändert. Natürlich noch lange nicht
so wie wir es uns wünschen. Aber wir haben einen Meilenstein erreicht. Wenn Frauen aufgeklärt sind, wenn Frauen zuhören, wenn Frauen lesen, wenn Frauen wieder sich über Frausein unterhalten, über Mutterwerden unterhalten, können sie sich gegenseitig stärken. Es ist wirklich nicht nur hier in Kempten, sondern bundesweit viel passiert. Ich habe schon viele, viele öffentliche Vorträge gehalten, auch bei Ihnen, Frau Sorapera, und ich möchte es unterstreichen, wenn es geht, fahren Sie bitte unbedingt nach Bregenz. Ich habe Vorträge bei Frauen gehalten in Wien, noch östlicher Budapest, bin ich dieses Jahr wieder in Tschechien, in Norddeutschland, in Mitteldeutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und jetzt darf ich hier in Kempten reden, das ist ja echt gut, vor allem vor einem großen Plenum. Pro Frau, obwohl ich da dringend erklären muss, ich bin nicht mehr in der aktiven Geburtshilfe. Ich habe derart viele Anmeldungen für Fortbildungen. Ich hatte 1998 bis 2003 mit meinen Kolleginnen einen Weg gesucht, wie kann ich fortbilden und Praxisthema klappt nicht. Mit vielen weinenden Tränen, einem weinenden Auge und einem Zukunftsauge bin ich in die Fortbildung, bin immer dort noch aktiv. Jetzt halt online. Morgen wieder ein Tag mit Hebammen. Und da geht es um die natürliche Geburt genauso wie um die Pflanzenheilkunde, um die Naturheilkunde an sich. Was die Naturheilkunde anbelangt, haben wir noch einen weiten Weg vor uns, dass in der Ausbildung das gelehrt wird. Aber ich verstehe, dass im Moment in der Ausbildung, im Studium, erstmal wieder die normale Geburt gelehrt wird. Und wir sind so weit. Es gibt jetzt Leitlinien, wo das drinsteht. Wie gesagt, ich kann natürlich sagen, oh Klage. Nein, ich sage, Mensch, es hat zwar 40 Jahre gebraucht, aber es tut sich was. Und wenn wir die Frauen positiv informieren, dann kommen wir, und wir sind auf dem Weg, kommen wir wieder weg von dieser medizinischen Geburtshilfe, die sich halt entwickelt hat. Und da muss ich wahrscheinlich auch sagen, weil wir Hebammen wahrscheinlich auch einen Platz frei gemacht haben. Denn sonst kann sich das ja nicht entwickeln. Jetzt gibt es wieder Mediziner, Ärzte, die sagen, lassen Sie uns miteinander. Und ich werde nachher im Verlauf der Diskussion Ihnen das noch zeigen. Es gibt ein tolles Miteinander zwischen Ärzteverbänden, Hebammenverbänden, Frauenverbänden. Und wenn alle was tun, und so war es die Frauenliste von den 80er Jahren. Wir waren laut, wir waren unangenehm. Eine Frau sagte damals bei Jetzt rede ich, der Bauch gehört mir und ich möchte bestimmen, wo dieses Kind geboren wird. Und diese Frau hat mich gefordert, dass ich mich beschäftige mit der Hausgeburtshilfe. Ich habe gesagt, oh, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Da sagte diese Frau, ich habe gelernt in meiner Ausbildung als Krankenschwester, eine Hebamme muss zur Geburt kommen, die darf nicht Nein sagen. Und das ist das, was ich heute das Glück habe. Echt, ich bin stolz darauf, ich darf es jungen Hebammen sagen. Ich darf Kolleginnen genauso motivieren wie eben Frauen, die morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr ein Kind gebären. Es ist eine tolle Aufgabe, aber es ist heute noch für mich keine 8 Stunden, sondern viele Stunden. Und ich habe auch heute gesagt, klar mache ich mit, obwohl ich eigentlich bis darauf gerade noch in Vorbereitungen stecke, heute sicher noch lang zu tun habe, um morgen das gut hinzukriegen. Aber wenn es um die Frau, um die Geburt geht, müssen wir alle vor allem da sein und Vertrauen haben. Wir dürfen die Frauen nicht verunsichern, sondern ihnen Vertrauen geben, Vertrauen schenken, dass sie fähig sind zu gebären. Und das waren sie schon immer, Frau Sorapera, wie Sie sagen, seit Anno Domini. Und das werden sie auch morgen noch sein. Und durch Corona haben wir vielleicht hier und dort sogar die Chance, wieder hinzuschauen, was braucht die Frau. Und hoffentlich... Da kommen wir ja dann auch noch drauf, Herr Stallmann, auf diese Thematik. Also, Sie kriegen mit, das ist so mein... Ich könnte auch viel sagen. Ich darf ja bei Studentinnen genauso unterrichten wie bei Kolleginnen, die schon lange im Beruf sind. Und oft geht es uns darum, uns selbst zu motivieren, wieder wach zu rufen. Frau schafft es, Frau kann es. Noch ein Satz zu Ihnen, Frau Hähnl. Ich habe zum Beispiel auch dann erst richtig kapiert, wo wir leben.
Ich bin ja auch ein bisschen ins Verlagswesen gerutscht. Ich hatte ein Manuskript erhalten von einer Frau aus Österreich, ob wir das verlegen, Pflanzenheilkunde zur natürlichen Verhütung. Da habe ich gesagt, klasse, genial, machen wir. Und die Lektorin sagt mir dann, stopp, seid mal achtsam. Da stehen ja Dinge drin, die gehen in den Bereich Paragraph 218. Und dann gedacht, ja lecker, ist das wirklich so? Die Frau darf nicht einmal entscheiden, welches Kraut sie isst und welchen Tee sie trinkt. Und das war mit natürlich auch, und ich sage, ich muss da noch viel fundierteres Wissen haben. Da hoffe ich, dass es weitergeht, weitergetragen wird, auf all diesen Ebenen uns gegenseitig Wissen zu vermitteln. Wenn Frau wissend ist, dann wird es schon. Dann bin ich still. Liebe Frau Stahlmann, man könnte Ihnen wirklich den ganzen Abend zuhören. Aber damit wir alle wissend werden, möchte ich jetzt auch noch an unsere vierte Sprecherin weitergeben, an die Frau Dröber, dass auch sie aus ihrer Berufserfahrung von Pro Familia erzählt. Und das spannt ja jetzt wieder den Bogen in alle Bereiche mit hinein. Und deswegen dachten wir, ist es gut, wenn Sie dann zum Schluss jetzt auch nochmal den Bogen nicht nur weit spannen, weil Sie in diesem breiten Arbeitsfeld dann auch zu Hause sind, sondern tatsächlich dann auch nochmal dezidiert mehr nach Kempten den Fokus legen. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Frau Müller-Horn für die Einladung und natürlich ein Hallo und guten Abend an Sie alle. Ich finde es toll, dass wir so viele sind. Es ist ein Thema, das einfach bewegt. Ja, ich fange schon mal beim Titel an, bevor ich zur Tätigkeit der Pro Familia und meiner Tätigkeit komme. Der Titel heißt Schwangerschaft und Geburt. Ich möchte einfach anmerken, nicht jede Frau hat diese Themen in ihrer Lebensbiografie. Auch das gilt es einfach zu bedenken. Und ja, Frau Stadelmann, natürlich, der Körper gehört uns Frauen. Das ist eine Frage, die schon fast befremdet 2021. Wir hatten es noch in den 70er Jahren, da erinnern sich sicher viele ältere Mithörerinnen, mein Bauch gehört mir. Das war eine große Sternartikelaktion. Und wir sollten dieses Recht uns wirklich einfach auch wieder nehmen und gönnen. Und ihr Männer, ihr dürft uns Frauen alle darin unterstützen. Ich glaube, umgekehrt würde diese Frage nicht gestellt werden. Ja, Pro Familia, ein bundesweiter Verband, der für Familienplanung, Fachstelle für Sexualität und Sexualpädagogik steht. Die Pro Familia ist seit 1998 eine anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle, staatlich gefördert. Und heuer feiern wir in Kempten auch 30-jähriges Jubiläum der Pro Familia-Stelle in Kempten. Der Verband, genau, bravo, bravo, uns gibt es schon so lange. Ja, bis heute steht der Verband nach wie vor für die sexuellen und reproduktiven Rechte und für die Selbstbestimmung jedes Menschen ein. Ich fand es schön, Frau Hähnel, wie Sie auch gesagt haben, ja, nicht nur wir Frauen haben Gebärmütter, es gibt auch Menschen anderer Orientierungen und, die Gebärmütter haben und die mit solchen Themen eben auch konfrontiert sind. Und auch dafür sind wir Anlaufstelle. Und neben unseren, also wir haben eine Beratungsstellenvielfalt, neben Donum Vitae, Diakonie und Gesundheitsämter haben wir in der Pro Familia einfach weite, breite, lustvolle, schöne Themen, die wir beraten. Es geht um Familienplanung, Verhütung, um Körperwissen, um Aufklärung, um Schwangerschaft, um Single-Sein, um Paar-Sein, um Eltern-Sein. Es geht aber auch um finanzielle Hilfen, denn bei Familiengründungen wird oft das Geld knapp. Aber es geht auch um Kinderwunsch, um PND, Beratung nach Fehl- und Totgeburten, vertrauliche Geburt, Adoption, Sexualberatung und Fortbildung von vielen Menschen, die einfach wiederum mit Menschen arbeiten, zu dem Thema Sexualität sensibilisieren, was
wie komme ich gut in meinem Körper klar? Was gibt es für Verhütungsmittel? Es gibt nicht nur die Pille und das Kondom. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Da schließe ich mich der Frau Stadelmann an, bis hin auch zur Heilkunde viele Möglichkeiten. Ja, und dieses breite Feld, das bestücken wir auch in Kempten. Wir sind momentan 11 Kolleginnen, die wir diese Aufgaben mit viel Engagement einfach tun. Wir beraten, wir informieren, wir sensibilisieren, wir bilden fort und wir referieren. Und mein Anteil heute aber an diesem Podium ist ganz klar, dass wir die Situation der Frauen, die in einer Schwangerschaft stehen, die ungeplant und ungewollt war, nochmal zu beleuchten und vor allem die Situation in Kempten und im Allgäu zu benennen. Denn wir haben einfach ein Anliegen, dass sich diese Situation verbessert für uns Frauen. Genau. Vielleicht ganz einfach auch der Fakt mal, wie kommt es zu ungewollten, ungeplanten Schwangerschaften? Es gibt bis heute kein hundertprozentig wirksames Verhütungsmittel. Das ist einfach mal Fakt und dadurch ergeben sich einfach auch Verhütungspannen. Und ja, es menschelt eben auch in der Sexualität der Menschen. Sprich, es wird nicht immer ein Verhütungsmittel eingesetzt. Wichtig finden wir aber auch, dass Verhütungswissen wirklich weitergetragen wird. Wir erfahren immer wieder von Frauen, dass sie innerhalb von 5 Minuten bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt eine Pille bekommen. Wichtig ist aber zu wissen, dass Körperwissen der Frau, das Zykluswissen, was geschieht bei der Befruchtung überhaupt. Und dieses Wissen wird oft nicht mehr weitergegeben. Und das ist zum Beispiel ein großes Anliegen auch für uns. Deswegen machen wir ja schon ab des Alters der Jugend, gehen wir präventiv einfach an Schulen und bilden fort, weil wir einfach wissen, wer Wissen hat, kann gut für sich entscheiden. Und Information ist ein wichtiges Bildungsgut. Ja, und jetzt zum Schwangerschaftsabbruch. Natürlich beraten wir auch dazu, das ist ungefähr ein Sechstel unserer Beratungstätigkeit, dreht sich um dieses Thema. Es ist ein berührendes Thema, weil es ein sehr intimes und persönliches Thema einerseits ist und auf der anderen Seite, und das wissen Sie alle, öffentlich, politisch sehr heiß diskutiert wird und meistens sehr negativ belegt und bewertet ist. Und das macht natürlich was mit Frauen, mit deren vielleicht dazugehörenden Männern und Partnern. Und diese Situation wollen wir einfach genauer angucken. Frauen passiert es im Allgäu immer wieder, laut ihren Berichten, dass sie in der gynäkologischen Praxis im Allgäu bewertende Kommentare erhalten, wenn sie schwanger sind und möglicherweise schon kundtun, dass sie gar nicht wissen, ob sie das wollen. Wir erfahren auch immer wieder, dass sie viel zu wenig Informationen zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Und mit diesen zeitlichen Verzögerungen wird die Wahlfreiheit der Frauen eingeschränkt, welche Methode eines Abbruchs sie möglicherweise wählen könnte. Dadurch ist aber auch eine Situation entstanden, dass Frauen sich immer wieder auch in einem Rechtfertigungsdruck erleben. Unser Erstkontakt berichtet zum Beispiel immer wieder, dass manche Frauen kaum das Wort rausbringen, um welches Anliegen es in der Beratung gehen soll. Und manche Frauen können Gott sei Dank einfach gut benennen, ich habe den Wunsch nach einem Abbruch. Das ist einfach eine Spannbreite, welche Frauen so zu uns kommen. Was mir auch wichtig erscheint, Ihnen einfach mitzuteilen, es kann jeder Frau, aus egal welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie stammt, passieren, dass sie in so eine Situation kommt. Und es wird schnell einfach viel mit Moral gearbeitet. Wie kann die schwanger werden? Ja, es kann einfach passieren. Und in diesen Entscheidungssituationen sind die Frauen dann häufig sehr, sehr alleingelassen. Zumindest hier im Allgäu erleben wir das häufig in der Beratung so. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal kurz zu Situationen,
wie breit das Spektrum ist, welche Menschen zu uns kommen. Ja? Es gibt klar entschiedene Frauen, die wissen, die haben damit auch keinen Konflikt, sondern die wissen, sie werden jetzt diesen Abbruch vornehmen. Und es gibt aber auch die unentschlossenen Frauen. Viele haben auch überhaupt kein Wissen darüber, welche Hürden sie die da auftauchen und welche sie bewältigen müssen, wenn sie den gesetzlich vorgegebenen Weg für einen Schwangerschaftsabbruch gehen wollen. Es kommen Schuldgefühle vor, Schamgefühl, dass sowas passiert ist, gerade ihnen, die doch eigentlich gegen den Abbruch sind. Auch das ist was ganz Wichtiges. Und trotzdem sehen sie so wenig Alternative, dass möglicherweise diese Entscheidung gefällt wird. Es gibt auch viel Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung in deren sozialen Umfeld. Und viele Frauen sind wirklich in belastenden Situationen, fühlen sich überfordert und alleingelassen. Und ein kleiner Teil hat einfach auch Angst und Sorge vor Beeinträchtigung ihres Kindes. Also das ist einfach so eine weite Lebenslage, die ich da aufgezählt habe, ganz zu schweigen von so Themen, gerade in der Trennung zu stecken, finanziell nicht gut dazustehen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Wohnungsprobleme ist im Moment im Allgäu ein großes Thema, befristete Arbeitsverträge und so weiter. Frau Dröger, vielleicht können wir da auch schon gleich anschließen, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Das finde, das passt jetzt auch ganz gut zu der ersten Frage, die ich jetzt auch in die Runde stellen möchte für Sie vier. Sie haben jetzt von den Schwierigkeiten geredet, die diese Frauen haben, in welche Notlage sie zu ihnen kommen. Aber welche Rahmenbedingungen bräuchte es denn eigentlich, dass die Frauen dann auch selbstbestimmt dann entscheiden können? Denn häufig, Sie haben ja auch gesagt, es wird Druck aufgebaut von außen, oft von Männern dann auch in der Männergesellschaft, beziehungsweise wenn Männer Entscheidungsträger dann sind. Welche Rahmenbedingungen brauchen diese Frauen, damit sie tatsächlich frei in ihren oder freier vielleicht, das ist ein bisschen neutraler gesagt, freier entscheiden dürfen? Wollen Sie da gleich weitermachen, Frau Dröber? Also ich beginne mal. Ich denke, Frau Händel ist sicher und Frau Stadler ergänzen. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass diese Entscheidung auch erst gefällt werden kann bei der Frau. Sie muss auf jeden Fall, und das ist gesetzlich geregelt, es ist auch nach dem Strafgesetzbuch geregelt, da sind wir auch bei dem Thema Kriminalisierung solcher Entscheidungen, also wie selbstbestimmt sind Frauen wahrhaftig. Die Frau Händel hat es ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Es ist auch der Zwangskontext der Beratung gegeben. Die Frauen müssen zu uns zur Beratung kommen. Sie finden das zwar meistens hilfreich, melden die meisten Frauen zurück, aber trotz allem ist es ein Zwangskontext. Und das Strafgesetzbuch regelt den Schwangerschaftsabbruch. Das ist natürlich eine Situation, wo ein Gefühl entstehen kann, ich tue etwas Verbotenes, obwohl ich den Reglementierungen dieser Gesetze entspreche. Und das ist keine gute Situation, wo Frauen wirklich für sich gut sorgen und bestimmen können. Also Sie meinen, die Rahmenbedingungen, also die Gesetzesbedingungen müssten dann geändert werden. Verstehe ich Sie da richtig? Also mit Gesetzesbedingungen habe ich angefangen. Ich denke, das Medizinische kommt sicher auch noch bei Frau Händel, aber ich bringe jetzt auch da einen Blick auf Kempten und das Allgäu rein. Es müsste natürlich auch für Frauen überhaupt ein niederschwelliges, flächendeckendes Angebot vorhanden sein, dass Schwangerschaftsabbrüche vollzogen werden können. Wir haben hier im Allgäu eine Praxis, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Ansonsten müssen die Frauen zweimal den Weg entweder nach Ulm oder nach München hinbekommen. Das muss gezahlt werden. Da müssen Ortskenntnisse vorhanden sein. Da müssen Sprachkenntnisse vorhanden sein. Und es muss eine Begleitperson dabei sein. Wir haben Frauen, die kein soziales Netzwerk haben. Das sind alles Bedingungen, gesellschaftliche, politische Bedingungen, die verändert gehören.
Dankeschön. Ja, Frau Händel, Sie wurden jetzt schon des Öfteren angesprochen, haben sich jetzt auch gemeldet. Gerne können Sie jetzt auch Ihre Sichtweise dazu benennen. Genau, ich wollte zwei Punkte dazu sagen. Neben denen, dass natürlich klar ist, dass wir eine kindgerechte Gesellschaft brauchen, dass wir Krippenplätze haben, brauchen, dass wir eine anständige Bezahlung haben und so, die sich von selbst verstehen. Das eine ist eine medizinische Antwort. Es ist im Lancet, das ist eine hochkarätige Medizinerfachzeitschrift, eine Studie veröffentlicht worden. Da ging es um die Frage der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen und als Quintessenz kann man rausziehen, die Länder, die die niedrigsten Zahlen an Schwangerschaftsabbrüchen haben, und das war ja in Ihrer Frage auch ein bisschen drin, sind die Länder, die die liberalsten Gesetze haben, den besten Zugang zur medizinischen Versorgung beim Schwangerschaftsabbruch, kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und eine hohe Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Das ist mal so eine Antwort auf diesen Fragenkomplex, den Sie da gestellt haben. Die andere Antwort, das unterstützt das, was Frau Tröber eben sagte, ist eine Frau, die diese Woche zu mir kam und ambivalent dann plötzlich wurde, also hat den Termin zum Abbruch gemacht, hatte alles hinter sich, die ganze Beratung, und sagte: Frau Hähne, nehmen Sie es mir nicht übel, nehmen Sie es nicht persönlich, aber seitdem ich in Ihrer Praxis bin, weiß ich nicht mehr, ob dieser Weg der richtige ist. Und da habe ich gesagt, das nehme ich nicht persönlich, aber ich kann Ihnen auch erklären, woher das kommt. Sie hatten so viel Stress, diese ganzen Papiere zu kriegen. Sie hatten so viel Druck, die Zeit überhaupt, also Kostenübernahme, Beratung, Schwangerschaftsfeststellung und das dann in diesem Zeitdruck zu schaffen. Und jetzt sind Sie hier und Sie sitzen eine Ärztin gegenüber, von der Sie ja wissen, das wissen ja inzwischen viele, dass ich, wenn Sie sicher sind, Ihnen helfe. Und jetzt plötzlich fällt dieser Druck ab und jetzt können Sie anfangen nachzudenken, was Sie überhaupt wollen. Und tatsächlich ist die Frau auch wieder gegangen und ich habe ihr dann auch gesagt, das sage ich immer den ambivalenten Frauen, in dem Moment, wo sie mir nicht klar sagen, dass sie den Abbruch wollen, lehne ich ihn ab. Also sowas, also ne. Und diese Frau ist tatsächlich wieder gegangen und die hatte vorher einfach die Freiheit nicht. Und das ist genau das, was Frau Tröber eben gesagt hat. Das sind so diese zwei Aspekte. Also alles, was der Gesetzgeber sich vielleicht dabei mal gedacht hat mit diesem Strafgesetzbuch, das ist nicht die Realität der Menschen und es verhindert keinen einzigen Abbruch. Ja? Also wir brauchen für Frauen einen völlig anderen Zugang. Ja, also fand ich jetzt sehr schön, dass Sie gesagt haben, also dieses freiheitliche Tun, diese Selbstbestimmtheit, wenn das vorhanden ist, dass dann tatsächlich auch weniger Abbrüche sogar geschehen. Also das fand ich jetzt sehr wissenswert und also ich wusste das zum Beispiel so in dieser Form noch gar nicht. Frau Stadelmann, darf ich Sie auch, Frau Sora-Perra, Sie kommen dann gleich dran. Vielleicht, Frau Stadelmann, möchten Sie sich auch dazu äußern? Ja, mir kommt gerade ein Beispiel in den Kopf. Ich glaube, das kennen fast alle, die heute zuhören. Wenn wir Bauchweh haben, zum Arzt gehen und der sagt, oh, das müssen wir genau angucken, dann sind wir irgendwo, sei es beim Ultraschall, beim MRT oder sei es vielleicht wirklich schon fast im OP oder beim Zahnarzt auf dem Stuhl. Eigentlich tut es nicht mehr weh. Eigentlich ist es gut. Das ist, glaube ich, ganz normal, diese Reaktion. Nur der Unterschied. Wenn die Frau von dem Zahnarztstuhl runtergeht, von dem Behandler sagt, oh nein, es braucht es nicht, dann kann sie nach einer Überlegungszeit mehr oder weniger lang halt wieder dorthin gehen oder ins nächste Haus oder zum nächsten Arzt gehen. Und beim Schwangerschaftsabbruch ist die Zeit vorbei. Und findet sie auch niemand. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehen kann. Wieso ist es hier nicht so, dass Medizin wie Politik sagt, auch die Frau hat ein Recht auf eine gute Versorgung, hat ein Recht, so versorgt zu werden, dass sie nicht wahnsinnig weit fahren muss und im Anschluss womöglich lang im Auto sitzen oder im Zug sitzen und wir genau wissen, auch hier könnte es ja mal eine unerwartete Nebenwirkung geben. Wieso fühlt, das ist wirklich ein Aufruf an die Politik, wieso fühlt sich niemand zuständig in jedem Kreis, jede Stadt, egal ob Allgäu oder andere Stadt, dann muss meines Erachtens, weil auch diese Frau ein Anrecht auf Gesundheit hat, gut versorgt werden.
Also vielen Dank auch für diesen Beitrag und die Erweiterung dann nochmal in das Politische mit hinein. Und die Frau Sora-Perra wollte sich jetzt auch noch zu dieser Thematik äußern. Also ich wollte es einfach auch bestätigen und ergänzen, dass es einfach wirklich Rahmenbedingungen braucht für die Frauen in unserer Gesellschaft, weil es einfach anders betrifft, Kinder zu haben oft auch. Und weil es wirklich so ist, dass oft auch Frauen, es macht sich ja niemand leicht, sich zu entscheiden für einen Abbruch. Und das hat immer auch zu tun mit der Situation, in der ich gerade bin oder wie das auch zustande gekommen ist. Und es wirkt sich auch ein Frauenleben einfach anders aus, Kinder zu haben, als auf ein Männerleben. Das ist einfach nach wie vor so, solange wir zu wenig Kinderbetreuungsplätze haben, solange wir unfaire Bezahlungen haben, all diese Dinge, die eh schon erwähnt wurden. Und es ist schon bemerkenswert, dass die Zahlen dort am niedrigsten sind, wo am liberalsten damit umgegangen wird. Also muss man schon sagen, dass Abtreibung hat es immer schon gegeben. Es gab immer Gründe dafür. Und es geht nicht darum, durch Verbote kann man es nicht verändern. Da kommt man die Zahlen nicht runter. Man kommt runter, wenn man ehrliche Aufklärung macht, Zugang zu Verhütungsmethoden, zu Wissen hat, was halt eben das Thema war, und nicht mit Verboten. Dann passiert im Gegenteil was viel Schlimmeres, was wir jetzt auch in Polen wieder anschauen können. Die Frauen gehen entweder über die Grenze oder schlimmer, sie gehen in kriminelle Situationen. Also es ist wichtig, dass wir Situationen haben, wo jede Frau, die sich entschieden hat, einfach eine medizinische Versorgung bekommt und eine Begleitung bekommt, die für sie nicht beschämend, diskriminierend oder was auch immer ist. Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Ergänzung. Wir haben jetzt über diese verschiedenen Rahmenbedingungen gesprochen, die sehr stark in die Politik hineinwirken, in die Strafgesetzbarkeit, dass das dann liberalisiert wird, dass generell dann auch eine stärkere Liberalisierung und Selbstbestimmtheit bei den Frauen dann auch vorhanden ist. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt die Rahmenbedingungen, wenn wir jetzt davon mal weggehen und dann uns die Frauen selbst anschauen, die ja häufig auch noch recht jung sind, wenn sie schwanger werden oder auch davor, das gibt es doch gar nicht. Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt. Aber also ich glaube, immer wenn ich zu laut rede, streikt das Internet hier. Ich bin hier so im Thema drin und will dann da so euphorisch was sagen und irgendwie, ich versuche das jetzt mal ein bisschen gemäßigter. Als Moderatorin soll man ja auch neutral sein. Also wir wollten ja auch noch darüber reden, wie es sich verhält. Also was müssen denn eigentlich die Frauen dann selbst auch dafür tun, dass sie sich, ja, wie müssen sie sich selbst mit dem Thema vertraut machen? Also die Rahmenbedingungen, das ist eine, das ist das, was nach außen hin dann notwendig ist, was erstmal feststehen muss, dass die Frauen dann auch selbst agieren können. Aber wie müssen Frauen sich, ja, vielleicht welche Aufgabe hat Frau überhaupt in diesem Bereich dann auch noch? Was muss sie selbst dafür tun? Frau Stadelmann. Ich will niemand das Wort vorwegnehmen. Bei mir kam jetzt auch gerade wieder so, das müssen wir korrigieren. Es sind nicht nur überwiegend junge Frauen. Genau. Es sind Frauen. Das Extremste, was ich erlebt habe, ruft mich an und sagt, stell dir vor, Inge, du weißt doch, eigentlich wollte ich kein Kind mehr, wir haben doch unsere vier. Aber weißt du, es ist nicht nur so, dass ich jetzt schwanger bin mit 42, meine Tochter mit 19 auch. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich das in der Familie erzähle, dann sagen meine Kinder, ja, könnt ihr nicht verhüten, ihr zwei Alten. Das ist O-Ton von Frauen, die auch bei Hebammen anrufen. Und ich glaube, wir müssen vor allem uns für die Frauen eben einsetzen, den jungen Mädchen, den jungen Frauen Geschichte erzählen, dass es eben immer schon ungewollte Schwangerschaften gab. Und ob die Frau die Schwangerschaft abbricht, ob sie es austrägt. Sie ist diejenige, die bis ans Lebensende mit dieser Biografie leben wird. Ob sie es gebärt und weil deswegen die Geburt schwierig wird, weil sie bei der Geburt nämlich dann noch mal so richtig konfrontiert wird. Mein Gott, wenn ich an die Entstehung zurückdenke, es war der One-Night-Stand, aber eine große Liebe.
Nein, es war Gewalt. Es war fürchterliche Vergewaltigung. Und ich glaube, das ist eine Riesengeschichte. Ich denke, Frau Sorapera, da kennen Sie sich noch viel besser aus. Oder auch unsere Historikerin Barbara Duden. Ich habe mit der alten Hebamme hier im Allgäu im Sommer mich unterhalten, wenn die eben erzählt hat, dass in den Kriegs-Nachkriegsjahren, das sind die Großmütter, gell, die vergewaltigt worden sind von den, und die sagten, weißt du, die Franzosen, das ging nur, aber die Marokkaner, das war ein Hund. Wenn man das so live hört, wie da auch ein Hebammenherz immer noch eigentlich wütend war und wie Frauen leiden über Generationen. Und deswegen denke ich, wir müssen ganz früh mit den Kindern anfangen, aufrecht zu sein, aufrecht zu reden und am Ende immer für sie da sein und sagen, du hast ein Recht, traurig zu sein, ein Recht, wütend zu sein. Du wirst eine Zeit lang Schuldgefühle haben. Es wird eine Zeit geben, wo du ganz mit dir vereint bist über deine Entscheidung, wie auch immer sie war. Aber es gehört zu deiner Biografie. Und wenn du zu der Entscheidung, die du da gefällt hast, stehen kannst, dann kannst du irgendwann Frieden schließen. Und ich wünsche mir halt, dass sie früh Frieden schließen kann. Dann muss sie nicht bei den nächsten anstehenden Geburten nämlich ein tiefes Trauma erleben. Wir wundern uns oft, wieso stagniert die Geburt? Wieso geht es nicht weiter? Warum? Weil die eine Frau muss zurückdenken. Eigentlich wäre es mein zweites oder mein drittes. Aber das wissen die alle gar nicht. Dass ich habe gesagt, es ist meine erste Schwangerschaft. Und das macht im Hirn und im Herzen Ratatat. Aber auch, wie gesagt, andersrum. Die Frau, die sagt, okay, ziehe ich durch, kriege ich das Kind. Er hat gesagt, bald. Oder er hat gesagt, treib's ab, ich will es trotzdem. Habe niemand gefunden, das ziehe ich durch. Und bei der Geburt, oh Gott, morgen ist dann da. Morgen ist für immer da. Vielleicht heute noch. Und dann stagniert es auch, aber vielleicht bleibt es doch drin. Dann kommt die nächste Gewalt. Weil es vielleicht niemand versteht, was in der Frau abläuft. Weil vielleicht niemand Zeit hat, hinzufühlen. Weil hören geht nicht, sie sagt es nicht. Wir müssen da wirklich uns hineinfühlen in diese Frau. Und ihr sagt, du hast alles recht. Das zieht also weiter, immer weiter. Ja, uns hineinfühlen in diese Frauen, das ist doch eine schöne Feststellung, was auch unsere Aufgabe als Außenstehende vielleicht mit, unsere Aufgabe auch mit ist und dann halt versuchen, diese Person dann auch mitzunehmen. Frau Drüber, Sie wollen auch noch was dazu sagen. Ja, ich habe immer Kopf geschüttelt und Frau Stadelmann bestärkt. Yeah. Sind auch unsere und meine Erfahrungen. Mir erscheint es trotzdem noch wichtig, gerade aus dem, was die Frau Stadelmann erzählt hat, ist es so wichtig, dass wir von Anfang an offen über Themen der Sexualität reden. Wir sind sexuelle Wesen, ja, und wir haben Sexualität, in welcher Form auch immer, aber eben beim Geschlechtsverkehr kommt es möglicherweise zu einer Schwangerschaft. Und ja, es gehört zu jeder Biografie einer Frau, ob sie die Geburt durchzieht und ein Kind großzieht oder eben sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat. Und darüber darf man aber reden. Und das wird in unserer Gesellschaft nicht, weil es ein großes Tabuthema ist und weil es eben weit weggeht von den Frauen durch das, dass es mit solchen Auflagen, mit solchen Bewertungen, mit so einem Politikum öffentlich belagert ist und dann auch noch über das Strafgesetzbuch geregelt ist. Ja, das ist die große Problematik, die ja jetzt schon mehrfach auch angeklungen ist. Frau Sorapera, möchten Sie auch sich dazu noch äußern? Sie sind angesprochen worden dann auch von den Sprecherinnen hier. Nein, ich glaube, zu dem Thema, das ist wirklich alles gesagt, was ich glaube, was man vielleicht auch hinschauen muss in die Zukunft, oder? Es ist ja auch so mit dem Thema heute schon moderne Reproduktionsmedizin. Da ist es ja so, dass man ja auch mit Leben, was schon entstanden ist, umgehen muss. Also wo ich mich frage, wie wird es sein, wer entscheidet denn darüber,
wenn die befruchteten Eizellen gelagert werden irgendwo und unter Umständen auch die Personen, wo das dazugehört, gar nicht mehr leben. Also das sind einfach Dinge, die auf uns zukommen, wo wir einfach von der ethischen Diskussion gefordert sind. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, was Sie da auch aufmachen. Ja, aber wir merken natürlich auch dadurch, wie vielfältig das Thema ist. Und wir können es natürlich heute Abend auch nur anreißen. Es geht ja gar nicht anders, dass es nur fragmentarisch dann auch sein kann. Und es geht ja auch darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Laptops oder an den Computern, dass sie einfach mitgenommen werden und auch ein Stück weit dann selbst sehen, wo kann ich da vielleicht auch nochmal nachbessern. Frau Händel, ich möchte Sie nicht außer Acht lassen diesbezüglich, was jetzt die Aufgaben der jeweiligen Frauen selbst ist, wenn sie denn schwanger werden möchten vielleicht auch oder schwanger sind. Wie sehen Sie das? Ach, ich wollte noch mal zurück zu dem, was Frau Stadelmann eigentlich gerade gesagt hat, wo sie auch einen Einwand hatte. Es kam ja so dieses, das sind junge Frauen, mhm, und da steht ja dann dieses Bild dahinter, dass die so unwissend sind und irgendwie nicht verhütet haben oder so reingeschlittert, mhm, sind. Und es ist so ein Bild, was immer wieder auch so gebracht wird. Und das sind dann die, die den Abbruch machen, so stellen wir uns das vor. Und das andere sind dann die Mütter, die Kinder kriegen. Und Frau Stadelmann hat es eben einfach nochmal so schön auch aus ihrer Sicht erzählt. Und ich kann das einfach aus meiner auch nochmal so bestätigen. Also statistisch stimmt das ja gar nicht, sondern da, wo die Frauen eben besonders fruchtbar sind, haben sie, mhm, eben besonders, sie kriegen sie Kinder und machen eben auch Schwangerschaftsabbrüche. Und die meisten Frauen, die Abbrüche machen, haben ja bereits Kinder. Ja. Das ist ja genau das, was Frau Stadelmann eben geschildert hat. Und wir haben aber Bilder. Also wir alle haben dann immer Bilder. Mir fällt dann sofort der Herr Thome von der FDP ein, der sagt das auch immer. Dann im Bundestag, ja, die jungen Frauen, denen müssen wir irgendwie helfen. Aber das ist ein Bild, das stimmt nicht. Ja? Genauso wie Mutter und Hure ja auch irgendwie nicht stimmt. Und es gibt nicht die junge Frau, die den Abbruch macht und die reife Frau, die Kinder kriegt. Ja, sondern die 42-Jährige, genau die, sitzt dann da oder mit 47 und ist nochmal schwanger und hat aber schon 2 oder 3 oder 4 oder 6 erwachsene Kinder. Und meistens sind das Frauen, die eigentlich sehr genau wissen, weil sie auch schon Geburten hinter sich haben, weil sie Kinder großziehen, weil sie noch jemanden zu Hause pflegen. Sie wissen sehr genau, wie viel Kraft sie noch haben und wie viel sie nicht mehr haben. Und sie wissen, welches Kind sie noch großziehen können. Und wenn ich dann bis an das andere Ende gehe, wo die Schwangerschaft mit Gewalt entstanden ist, das wurde ja auch schon berichtet, mhm, dann wissen sie eben auch, dass sie das psychisch nicht können. Ja. Dass sie das Kind nicht lieben können. Und dann entscheiden sie sich für einen Abbruch aus potenzieller Liebe zu einem Kind, weil sie wünschen einem Kind, dass es auf die Welt kommt und geliebt wird. Also ja, vielen Dank auch noch für diese Ergänzung. Ja, nein, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich meine, ich habe die Frage ja falsch gestellt. Also jung, also ehrlich, in dem Moment, typisch, wo ich, ja eben, also in dem Moment, wo ich jung gesagt hatte, oh nee, das stimmt ja eigentlich gar nicht, ne? Weil ich hatte ja auch schon gelesen, dass es tatsächlich die Frauen sind, die schon mehrere Kinder haben, die dann zu den Schwangerschaftsabbrüchen greifen. Aber da merkt man mal, wie geprägt man eigentlich ist, auch aus den äußeren Kontexten oder den, ja, Bilder, haben Sie gesagt, finde ich ja auch ein sehr schöner Begriff. Ich als Kulturwissenschaftlerin arbeite gern damit. Und man ist tatsächlich dann so vorgeprägt dann auch von Politik und Gesellschaft und öffentlichen Diskussionen. Ja, kommen wir jetzt noch mal zu einer letzten Frage, die ja momentan ganz virulent ist, weltweit. Corona hat uns fest im Griff. Wie wirkt sich, das hat auch eine von Ihnen vorhin schon angesprochen, wie wirkt sich denn die momentane Corona-Situation auch auf diese Themenkomplexe von Schwangerschaft und Geburt aus? Das macht doch auch etwas mit den Menschen. Wie gehen die damit um oder wie gehen Sie damit um in Ihren Beratungen? Wo gibt es da jetzt die Unterschiede? Mhm. Darf ich dazu? Ja, bitte, Frau Stadelmann. Also ich kann
hier wiederum nur weitergeben, was mir viele Kolleginnen erzählen, was ich wöchentlich bei meinen Fortbildungen erfahre. Wieder wie so häufig, die Welt ist bunt, die Welt ist groß, die Menschen sind individuell. Es läuft sehr unterschiedlich ab. Von sehr verängstigten Frauen, die spät und zu spät, was ist zu spät, zur Geburt kommen. Von Frauen, die in der Schwangerschaft schon eben lieber nicht so oft zur Vorsorge gehen. Von Frauen, die in der Schwangerschaft keine Geburtsvorbereitung besuchen können. Deswegen online eine besuchen. Die einen Hebammen machen jetzt Online-Vorbereitungen, die anderen nicht. Finanziert wird es, an dem scheitert es nicht. Es scheitert daran, dass man einfach sich auf dieses Medium einlassen muss. Das finden manche ganz toll, andere sagen, höre ich wieder auf. Die Frauen sagen, die Hebammen sagen, jetzt nimmt die Frau an einem Online-Kurs teil, der in Hamburg von einer Kollegin gemacht wird. Ich muss sie nachher nachsorgen. Das heißt, es wird diese Kontinuität der Hebammenbetreuung unterbrochen. Grundsätzlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss man das vielleicht einfach auch noch besser sortieren und orientieren. Wenn alle Frauen im Allgäu von den Allgäuer Hebammen auch eine Geburtsvorbereitung online angeboten bekommen, dann muss sie sich nicht woanders anmelden. Andererseits die Frau selber halt auch einfach irgendwo teilnimmt. Bei der Geburt eben oft auch viel Angst da ist, weil darf der Mann da sein, darf er nicht da sein. Aber auch Kolleginnen, die sagen, jetzt kommen die Frauen einfach zur Geburt. Sie kommen nicht dreimal umsonst angefahren. Sie bleiben jetzt wirklich oft so lange zu Hause, bis sie fahren. Und da haben sie Kontakt zur Hebamme, das ist natürlich großartig. Und da kriege ich auch mit, dass sie in Kempten gut versorgt sind, dass die Kolleginnen einfach sagen, ja, ich komme mal noch mal vorbei. Also dass sie wirklich rechtzeitig kommen. Auf Station bekomme ich von Kolleginnen zu hören, hier im Allgäu wie in Deutschland, wir haben weniger Klagen auf Station, wir haben weniger unruhige Kinder, wir haben zufriedenere Mütter. Sie haben so wenig Besuch wie noch nie. Einst gab es ja ein Schild, pst, das gibt es nicht mehr, jetzt heißt Handy aus. Eigentlich haben wir jetzt die Maske, die im Prinzip sagt, bleibt daheim. Und endlich hat Mutter und Kind das, was sie brauchen. Ruhe. Viele gehen frühzeitig heim, wenn es funktioniert mit der Hebammenversorgung, wo wir, so habe ich mich auch nochmal informiert, wenn Kolleginnen zuhören und was anderes wissen, bitte meldet euch nachher. Ich weiß, dass die Frauen gut versorgt sind im Allgäu. Wir haben auch alle Möglichkeiten der Geburtshilfe, von der Hausgeburt über das Geburtshaus, über die stationäre Geburt. Aber es gibt viele, viele Gegenden in Deutschland, wo es anders ist. Und das ist natürlich schon bitter. Ich habe auch jetzt zusehends mehr wieder telefonische Beratungen, weil die Frauen wirklich oft auch nach einer Hebamme suchen. An den Ausbildungsstätten wird viel mehr denn je ausgebildet. Aber das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren, dass die Kolleginnen, die ausgebildet worden sind, so denken anscheinend wie ich vor 40 Jahren, nee, den Beruf gehe ich nicht. Die haben aber anscheinend den falschen Mann, der hat niemand gesagt, du gehst trotzdem hin und dann ändert was. Also da braucht es auch ein Frauenbewusstsein, für die Frau auch da zu sein und vielleicht auch einmal, wie wir Alten uns oft anhören müssen, wir haben die Frauen verzogen und verwöhnt, weil wir halt wirklich auch abends und nachts losgefahren sind, wieder mehr Verständnis von allen Seiten. Die Frau selber kann sich heute belesen, sie tut es teilweise, teilweise nicht. Ich erlebe selber, Frauen zitieren mein Buch an Stellen, wo ich sage, haben sie 10 Zeilen vorher auch gelesen? Die vorletzte Seite auch? Nein, ich habe nur da gelesen. Ja, wer das lesensfähig ist, erfährt noch mehr Wissen. Wir gehen schnell, Mr. Google zu fragen. Da sage ich immer, hätte der Mrs. Google gefragt, vielleicht kommt was Besseres raus. Also ich rufe nach wie vor auf, alle Generationen wieder mehr Vertrauen zu schenken und da zu sein. Einfach nicht sagen, was hat denn die hat keine Ahnung. Ist es die Nachbarin oder wer auch immer? Einfach da sein für die Frau, die sagt, ja, ich glaube, heute Nacht bin ich schwanger geworden. Für die Frau, die sagt, oh, heute habe ich mein Kind gehört und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.
einfach wieder von Frau zu Frau Hilfestellung geben. Natürlich müssen wir alle unser Geld verdienen, bin ich heute voll dabei, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin müssen. Aber einfach auch manchmal. Also Sie sind wieder so voll im Thema, in Ihrem Plädoyer drin. Freut mich wahnsinnig. Aber meine Frage war ja, ich will jetzt einfach nur ein Stück zurückkommen. Wenn es dazu nichts zu sagen mehr gibt, ist das auch in Ordnung. Ja, dann können wir das auch gleich insgesamt weiter öffnen. Wie erleben es andere, wie es jetzt momentan in dieser Corona-Zeit aussieht? Wie gehen Sie damit um, wenn Leute momentan zu Ihnen kommen oder wie erleben Sie diese Problematik oder diese Herausforderung auch? Frau Sorapara, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich möchte eröffnen, ich nehme an, dass Frau Dörler und Frau Giesenacher mehr dazu sagen können, aber wir sind ja auch in Kooperation mit einer vergleichbaren Stelle wie zu Pro Familia, mit schwanger.li in Vorarlberg, und da wurde mir gesagt, dass die Corona-Situation sich schon so auswirkt, dass die Frauen klarer sind, dass sie abtreiben wollen, wenn sie dort anrufen, also wenn sie entschieden haben, weil es für sie einfach aus finanziellen, aus Situationen mit Arbeitslosigkeit bedroht, aus Existenzängsten einfach in dem Moment einfach nicht möglich ist. Und da hat sich die Corona-Situation ausgewirkt. Aber ich nehme an, dass das bei Pro Familia und bei anderen auch so ist. Frau Dröber, wollen Sie direkt anschließen, weil es in Ihren Bereich hineingeht, und dann die Frau Hähnel natürlich auch noch? Ich habe gerade gesehen, dass die Frau Hähnel sich gemeldet hat. Aber ja, ich hoffe, dachte, es passt jetzt vielleicht ganz gut. Genau. Also wir haben einfach an der Beratungsstelle festgestellt, dass wir zwar mehr Beratung haben, das heißt ja aber noch lange nicht, dass die Frauen wirklich einen Schwangerschaftsabbruch machen. Natürlich müssen wir auch durch die Maßnahmen einfach sehr reduzierte persönliche Beratungen machen. Es geht unglaublich viel über Online-Kontakte, und da kommen einfach die verrücktesten Situationen, sage ich jetzt mal, zustande. Beratung, wo dann der Mann noch im Bett liegt und die Frau sich beraten lassen will. Aber ich weiß nicht genau, meinen Sie jetzt, was das Corona bewirkt oder zu welchen Themen, ob es mehr Schwangerschaften gibt oder mehr Abbrüche, da ist mir die Zielrichtung Ihrer Frage noch nicht so ganz klar. Ja, Corona macht ja mit uns allen etwas und macht natürlich dann auch konkret mit den Personen etwas. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass die Frauen, ich fasse es mal zusammen, wie ich es verstanden habe, zielgerichteter sind, irgendwie entschiedener auch sind und vielleicht konkreter danach vorgehen. Das hat die Frau Sorapera zum Beispiel gesagt, oder dass dann manche sich für Beratungen dann einfach online woanders hin wenden. Und ich meine, Online-Beratung kann ja nie das persönliche Gespräch ersetzen. Wie erleben Sie das denn dann bei sich? Genau, also ich war anfangs auch sehr skeptisch, und ich bin aber jetzt eine, die sagt, doch, es kann sehr wohl ersetzen. Es kann eine Intimität entstehen, die häufig beim Face-to-Face-Kontakt so nicht ist. Vielleicht ist es wirklich auch dieser virtuelle Abstand. Also wir machen sehr gute Erfahrungen. Trotzdem ist auch festzustellen, dass Frauen gerne lieber kommen würden, gar nicht unbedingt die Videoberatung haben wollen. Ich denke, das hat aber auch damit zu tun, wenn man viel auf seine eigenen vier Wände zurückgeworfen ist, will man vielleicht auch mal wieder rauskommen. Mhm. Also solche Dinge kann ich jetzt berichten. Ja, super. Dankeschön. Frau Hähnel, jetzt Sie noch zum Schluss. Ja, also mehrere Aspekte. Also in unserer Praxis sind deutlich mehr Fälle. Das mag auch damit zu tun haben, dass andere Krankenhäuser das eingestellt haben oder andere Arztpraxen wegen Quarantäne irgendwie nicht arbeitsfähig waren, aber wir haben einen deutlichen Zulauf gehabt. Viel mehr Thema ist die soziale Situation von Frauen, ja, also dass die ihren Arbeitsplatz verloren haben, eine Alleinerziehende mit einem Minijob, die muss eben zu Hause bleiben mit den Kindern, ist der Job weg, ja. Eine andere fängt wieder mit dem Trinken an, obwohl sie das eigentlich gut in den Griff gekriegt hatte, ihr Alkoholabhängigkeitsproblem, und das sind viele, viele Themen. Dann habe ich sowas Ähnliches aber auch erlebt, wie Frau Stadelmann berichtet hat, im Betrieb, dadurch, dass die Begleitpersonen, die Familien nicht noch da überall rumspringen, ist viel mehr Ruhe eingekehrt und viel mehr so, ja, dass man einfach
arbeiten kann und sich aufeinander mehr beziehen kann. Und das hat auch im Betrieb eine positive Auswirkung. Dann haben wir Riesenprobleme durch diese Telefonsituation, nicht mit den Beratungsstellen. Das klappt in der Regel super. Die waren sehr, sehr schnell alle dabei. Aber mit den Krankenkassen, mit den Kostenübernahmebescheinigungen, also das ist eine Katastrophe immer noch, obwohl das jetzt schon ein Dreivierteljahr ja eigentlich ist. Ja, also weil die Frauen eigentlich da nicht hin dürfen. Dann geht es aber auch nicht mehr über Fax und dann der Datenschutz und dann sollen sie doch kommen. Und also da passieren Verzögerungen, die das Gesetz nochmal wirklich toppen. Ja, weil die Frauen ja schon durch die Beratungspflicht und die Wartezeit schon diese Regeln haben. Aber durch die Krankenkassen kommt da oft noch was dazu. Und heute ausgerechnet hatte ich dann den ersten Fall wirklich konkret bei mir in meiner Praxis, wo eine Frau 1,5 Wochen verloren hat, weil sie Schwangerschaftsabbruch Mr. Google ganz schnell gegoogelt hat und auf Pro Femina geraten ist, statt auf Pro Familia. Dort eine Maske ausgefüllt hat, dann angerufen wurde, dann 4 Tage später wieder angerufen wurde. Die war sehr verständnisvoll, die Beraterin, hat dann schon immer so ein bisschen in die Richtung, ja, das mit dem Abbruch, das bereuen die meisten und in Beratungsstellen werden sie falsch informiert und dann melden, telefonieren wir nächste Woche wieder. Also, und die Frau hat 1,5 Wochen gebraucht, weil sie sich nicht getraut hat zu fragen, ja, was ist jetzt mit meiner Bescheinigung? Also die hat 1,5 Wochen nicht gemerkt, dass sie nicht bei Pro Familia war. Dann hat sie die Telefonnummer gegoogelt und dann kam raus, das war eine Telefonnummer aus Heidelberg, wo Pro Femina sitzt. Und ich weiß, dass es so Fälle auch zum Beispiel im Süden Deutschlands schon öfter gegeben hat, aber das war so jetzt der erste wirklich konkrete Fall. Und das ist natürlich, das Missbrauchspotenzial ist durch die Telefonberatung, das ist ja wie der Enkeltrick so ein bisschen, ja, viel, viel höher geworden. Und ich war wirklich entsetzt. Ich war einfach entsetzt, weil ich dachte, es darf doch nicht wahr sein, es wird ja immer schlimmer. Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also Corona hat es auf jeden Fall noch wesentlich verkompliziert, sage ich jetzt mal, schwieriger gemacht oder teilweise dann die Entscheidungen vielleicht gerade bei sozial schwächeren Familien dann vielleicht tendenziell schneller zum Abbruch dann zu kommen. Also auf jeden Fall einfacher ist diese sowieso schon komplexe Situation dieser Gesamtthematik Schwangerschaft, Geburt, Schwangerschaftsabbruch auf keinen Fall geworden. Vielen Dank erstmal soweit an Sie hier an dieser Stelle. Ich möchte, wir sind jetzt auch schon leider etwas in Zeitverzug, aber dann können wir das ja auch noch bis 9 Uhr dann längstens ausweiten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Computern dann auch noch die Möglichkeit haben, sich jetzt hier zu Wort zu melden.